Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist nun die DAX-Analyse für Montag, den 4.01.2021. Damit den ersten Handelsjahr, den ersten Handelstag im neuen Handelsjahr. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein erfolgreiches, glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Daher auch das kleine vierblättrige Kleeblatt, was euch in dem Sinne Glück bringen soll. Denkt aber auch bitte dran, auch wenn das Jahr 2020 gewiss ein sehr besonderes Jahr war, ist es dennoch so, dass jedes Börsenjahr besonders ist und immer irgendetwas nicht so klappt, wie man sich das vornimmt. Das heißt, wer es sich vielleicht einfach macht und jetzt sagt, naja, letztes Jahr war ja einfach mal der Markt total bekloppt, dieses Jahr wird er ja wahrscheinlich nicht so bekloppt, also werde ich ja jetzt die großen Gewinne einfahren. Halt. Also so funktioniert das nicht. Ja, da solltet ihr ehrlich zu euch selbst sein, denn der Markt macht immer irgendetwas Unvorhergesehenes. In jedem Jahr ist das einfach so. Es gibt immer irgendwas anderes, sei das ein russischer Präsident, der irgendeine Insel einnimmt, keine Ahnung. Wir haben jedes Jahr ist irgendwas drin, was völlig quer läuft. Corona diesmal mit natürlich extremen Ausschlägen, aber die extremen Ausschläge können auch durch andere Ereignisse eintreten. Das sollte man sich immer bewusst machen. Deswegen sollte man stets so traden, dass man auch, wenn der Markt etwas Unvorhergesehenes macht, schön mit der Bewegung drin schwimmt und schön mitbleibt und sich einfach die Fehler abgewöhnt, die einem in den letzten Jahren oder insbesondere vielleicht im letzten Jahr viel Geld verloren haben oder Verluste gebracht haben, die viele Verluste gebracht haben. In dem Moment, wo ich daran arbeite, wo ich das Jahr für Jahr versuche immer so ein bisschen auszumerzen, immer wieder das rausnehme, was mir viel Gewinn oder viele Verluste gebracht hat, damit schärfe ich letztendlich das eigene Setup, damit schärfe ich das eigene Mindset auch irgendwo ein bisschen, um einfach stabiler durch solche Bewegungen zu fahren. Und dann ist man halt nicht mehr derjenige, der schreien kann, juhu, ich habe heute 600% auf dem Depot. Und auch nicht mehr derjenige, der dann zwei Wochen später sagen muss, huch, ich habe eigentlich alles wieder verloren, obwohl man das dann den anderen eben nicht erzählt halt. Ne? Also da ist ja oft so ein schmales Schwert dazwischen, das ist eine schmale, ich sag mal, das ist ein schmaler Grat, ne? Also hin zwischen völlig oben durch die Decke und dann sich runter zu fangen. Wenn ich ein Depot stabil halte und das Stück für Stück jedes Jahr nach oben pushe mit guter Rendite und mir aber unten raus das Risiko halte, eben nicht alles zu verlieren, bleibe ich auf Dauer profitabel. Wenn ich unbedingt der sein muss, der die höchste Performance drin hat, der das Maximale rausreizt, der wirklich alles tradet, was es zu traden gibt, dann bin ich wahrscheinlich auch der, wenn es dann mal beschissen läuft oder eine schlechte Woche kommt, der dann halt auch voll auf die Nase kriegt und dann auch mal 70, 80, 90 oder 100% vom Depot irgendwo weg versenkt. Na, also da bleibt einfach ein bisschen am Boden, ja, versucht natürlich Rendite zu jagen, ohne Frage, ne? Aber das Wichtige ist, um das Risiko im Blick zu behalten und ohne das funktioniert es nicht. Also nehmt euch das gerne als neuen Jahresvorsatz, auch grundsätzlich mehr mit Regeln zu arbeiten, das ist ja nicht unmöglich, das kriegt jeder hin. Man muss halt bloß sich einfach dazu zwingen, das ist einfach so. Muss aus dieser Komfortzone raus und aus diesem Klassendenken, was die meisten haben, und dann kann man da schon was nehmen. Und der eine oder andere ist vielleicht jetzt auch schon ein bisschen gereift, da hat vielleicht jetzt schon das erste, zweite, dritte Trading-Jahr dann hinter sich. Versucht ruhiger zu werden. Versucht nicht mehr jeden Scheiß zu handeln, nicht jede Linie irgendwo im Chart mit einem Trade verfolgen zu wollen, sondern konzentriert euch auf die Sachen, die einfach, wo ihr merkt, boah, geil, das sieht gut aus jetzt hier, das passt gerade, das ist stimmig. Nehmt aber bitte nicht nur die Chance, wo ihr denkt, die kriegt den meisten Profit. Das ist das, was viele Anfänger häufig machen. Die handeln diese ganzen schönen, technischen, sauberen Chancen mit ganz kleinen Einsätzen, machen da gute Gewinne. Und dann, wenn sie denken, boah, da kommt die große Chance, Wirecard bei 20 Euro oder 10 Euro, und dann ballern die alles rein, was sie haben, und weg ist es. Ja, und da muss einfach so ein bisschen ein Gleichgewicht gefunden werden. Ja, nicht mehr alles machen, punktuell arbeiten, und ich glaube, dann kommt man gar nicht drum rum, Gewinne zu machen. Das geht dann nicht anders halt. Ne? In dem Moment, wo ich meine Risiken berücksichtige, wo ich mich auf gute Chancen konzentriere, ich habe ja durch die Charttechnik einen Vorteil, einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und in dem Moment, wo ich einfach diese emotionale Schiene runternehme, dieses Overtrading auch, was hier viele machen, in dem Moment
Das geht gar nicht anders halt. Ne? Also das läuft dann wieder nach oben. Und das ist auch das, was auch nach Seminaren immer viele wieder dann nur zurückspiegeln halt. Ne? In dem Moment, wo sie anfangen, ruhiger zu werden, plötzlich kommt das Gewinn von ganz alleine. Ja, also in dem Sinne, das ist soweit meine Neujahresansprache, wenn man es so in Anführungsstriche setzen möchte. Ich weiß bloß, dass es euch hilft, wenn ich es euch immer wieder vor die Ohren, auch wenn ihr es wisst und schon tausendmal gehört habt, aber es scheint euch jetzt zu helfen in dem Moment, wo ich es immer wieder sage, deswegen mache ich das auch immer wieder, weil ich einfach merke, dass es in dem Sinne gut angenommen wird und euch auch hilft, da irgendwo vielleicht das eine oder andere abzustellen oder vielleicht auch mal über den Tellerrand zu blicken, vielleicht mal ein bisschen auch umzudenken. Und ja, von daher können wir das eigentlich dazu lassen. Beim DAX können wir uns ziemlich kurz machen, wenn wir uns noch dran erinnern, vor Weihnachten, was wir hier gesagt haben, war so die Rede davon, na, hier oben ist ja ganz schön abverkauft worden, wurde uns direkt hier nochmal, beziehungsweise nach Weihnachten war das, ne? Nach Weihnachten hat man ja gesagt, naja, mit dem Longtrigger hat halt keine einzigste grüne Kerze da oben hingekriegt, direkt runter, deswegen lassen wir mal diesen Fall hier noch mit so drin. Er kann hier noch bis 4,45 zurücklaufen, das wäre üblich, das wäre typisch. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass die Abschlusskerze eigentlich vom also hier, was jetzt hier noch so zwischen Feiertagen kam, lässt eigentlich auch noch zu vermuten, dass da noch ein bisschen was kommen kann. Wenn wir überlegen, wir sind nach Weihnachten rausgegangen um 13.600. Wir sind um 13.600 rausgegangen, kurz nach Weihnachten, und hätten in dem Sinne jetzt hier, also das wäre so ein Niveau, was ich sag mal im Sinne eines Weihnachtsgaps, wenn man so sagen will, nochmal abholen könnte. Das würde eigentlich hier auch ganz stimmig sein, wenn er sich vielleicht die 600 hier nochmal schnappt, dann könnte er schon nach oben drücken. Also 630, 600, das ist ein guter Unterstützungsbereich, den haben wir ja am Donnerstag auch schon angelaufen, am 31. zumindest für diejenigen, die da noch Kurse gehabt haben, da zählen definitiv nicht alle dazu, aber der Bereich um, ich sag mal 600, 630, das ist hier nochmal Unterstützungszone, das haben wir auch am 31. gesehen, auch wenn es ja kein offizieller Handelstag war, dass jetzt hier eher außerbörsliche Kurse sind, indiziert auch anhand dessen, was die Amerikaner gezeigt haben. Und ich könnte mir das noch gut vorstellen, dass die 600 hier eine Bedeutung findet am Montag. Und aber wenn es tiefer geht, wenn er sich an 600 nicht gehalten bekommt, dann sehe ich hier unten unsere 460, 450 durchaus erreichbar. 530 ist noch so eine kleine wichtige Marke dazwischen. Und dann hier unten 460, 440. Und ansonsten wäre für mich alles, was oben rausgeht, im Grunde eigentlich über 700 ist so ein erster positiver Frühindikator, über 460 bestätigt der sich und über 13.800 hat der Markt eine positive Chartlage, hat der Markt positives Aufwärtsmomentum und kann das natürlich auch noch weiter verfolgen. Ja, das heißt, dann sind die nächsten Etappen erreichbar, 13.890, 13.900, darüber die 13.400, darüber dann die 14.100. So, 14.100 wäre dann darüber, sag ich mal, die nächste Etappe, die dann angelaufen werden könnte. Da können wir gleich mal hier einfach noch eine Kante setzen. Halt, nee, obwohl die können wir da auch stehen lassen. Wobei das untypisch wäre. In der Regel macht es der Markt immer ein bisschen vorher. Das heißt so, ich sag mal 69, 79. Das sind eher so die Bereiche, wo der dann umkippt halt, ne, oder dann halt gleich noch durchläuft. So, das wären so oben die nächsten Stationen. Alles, was über 13.800 geht, ist für mich in dem Sinne Long-Szenario. So mittelzyklisch oder mittelfristig betrachtet würde ich ihm aber auf der Unterseite die Risiken nicht aberkennen wollen. Also gerade die erste Handelswoche wird für mich unheimlich wichtig. Ich persönlich werde viel daraus werten, wie sich der DAX jetzt in der ersten Handelswoche zeigt. Sollte der Klapskopf hier nämlich nach unten wegrutschen und sich wieder unter das Band legen, unter die 13.400, dann sehe ich das sehr, würde ich das sehr kritisch sehen, weil wir haben im Jahreschart nach wie vor diesen Hanging Man stehen und mit diesem Hanging Man, man sieht es auf kleineren Zeiteinheiten, sieht man es sehr oft. Im Jahreschart hatten wir schon mal einen, ich glaube 2016, der hat nicht gegriffen, da ist der DAX direkt nach oben rausgestiegen und hat das dann eigentlich auch halten können. Da war, glaube ich, dann auch Jahrestief, quasi Jahreseröffnung gewesen vom Folgejahr nach dem Hanging Man. Und was man aber im DAX sehr häufig sieht, der mag diese Hanging Man halt, ne? Und wenn er den anspielt, muss er den von Anfang an anspielen. Das heißt, er darf nicht großartig oben draus schrubben. So, ich sag mal, 14.100 wäre für mich schon das Maximale der Gefühle dabei. Aber speziell will ich ihn, um für diesen Hanging Man
Damit er diesen Hanging Man ausspielt, will ich ihn eigentlich schon unter 13.400 sehen. Und ich will eigentlich sehen, dass er in der ersten Woche direkt nach unten rutscht. Wenn er den Hanging Man ausspielt, dann hat er das hier als Bewegungsspielraum für 2021. Ja, kann er in dieser Spanne vom Jahrestief 2020 bis zum Jahreshoch 2020, kann er sich das ganze Jahr schön, fies, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, immer so ein Stückchen tiefer graben. Das wäre typisches Verhalten in Reaktion auf so einen Hanging Man. Und deswegen darf man sich ruhig auch immer mal wieder so ein bisschen vor Augen halten, liegen wir gerade oberhalb von 13.800, liegen wir gerade unterhalb von 13.400. So, für die nächsten 3 Monate ist das so ein bisschen mein Ankerpunkt. Das heißt, unter 13.400 suche ich Shorts, über 13.800 suche ich Longs, bis 14.100 und weiter. Darüber hört die Welt nicht auf. Das kennt ihr aus der Jahresanalyse, da gibt es ganz höhere Ziele. Wer die Jahresanalyse nicht kennt, ich hänge es jetzt hier hinten dann auch nochmal mit dran, so quasi als Folgevideo. Ansonsten, was kann ich euch noch mitgeben? Ich kann euch ansonsten nichts mitgeben. Wir müssen jetzt erstmal die ersten Tage abwarten. Die können sehr ruppig werden. Die ersten Handelsstunden im neuen Jahr gibt es gewiss viele, die auch jetzt gleich Dezember-Kontrakte kaufen und sagen, okay, ich positioniere mich jetzt bis Jahresende entweder auf der Long- oder auf der Short-Seite. Und das bringt einfach Bewegung und das rupft dann immer ein bisschen. Ja? Also da am Montag muss man vielleicht nicht unbedingt der Erste sein, der die Finger reinhält. Das kann ruhig ein bisschen hin und her gehen. Für mich aber ganz klar hier Bereich um 13.600 wichtig, der Runde die 13.530 und 13.460, 13.400 und oben wäre so die 13.760, das halte ich so für eine Reaktionsmarke, der kann er sich nochmal nach unten drücken, aber geht er drüber, geht er auch über die 13.800, dann sind für mich Rückläufer Kaufchancen, das ist einfach so. Okay, damit würde ich das hier jetzt schon zumachen, Rest haben wir in der Jahresanalyse gesehen. Wer nicht weiß, wovon ich rede, kann ja den Link anklicken. Ich kann es ja auch nochmal in die Kommentare hängen, das Video. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen erfolgreichen Start ins Handelsjahr. Macht euch die Mühe, nehmt euch 5 Minuten, 10 Minuten einfach Zeit. Schreibt euch mal auf, was ihr im neuen Jahr anders machen wollt. Und dann hebt den Zettel auf. Klebt den irgendwie an den Trading-Bildschirm. Glaubt man nicht, dass ich sowas auch jetzt noch nicht mache. Ich habe auch, also ich habe ja hier so ein, ich sag mal, Trading-Desk. Ich trade eigentlich den ganzen Tag auf einem 13 Zoll Monitor. Das ist mein Arbeitsgerät. Ich habe hier auch noch 3 andere Monitore stehen. Die sind immer aus, weil da lauter Zettel dran kleben. Selbst wenn die an wären, ich würde gar nichts sehen. Halt, ne? Ich würde euch gerne jetzt mal ein Foto davon zeigen, aber es geht so nicht. Aber die sind wirklich, da stehen 3 Monitore hier hinterm Laptop. Die sind alle voll mit irgendwelchen Zetteln, wo irgendwelche kleinen Notizen, Hinweise, meine Kaufliste von Aktien, ne? Dass ich das nicht vergesse, wo will ich welche Aktien noch wie kaufen im nächsten Jahr und lauter sowas halt. Ne? Das alles schön aufgeschrieben, macht das, arbeitet damit. Also mir hilft es ungemein auch immer so ein Stück Papier einfach neben mir zu haben beim Trading, wo ich auch im Tag einfach aufschreibe, hey Martin, wirst zu unkonzentriert, mach aus. Das hilft mir einfach dann auch wirklich auszumachen. Früher habe ich es immer so probiert, so. Ja, dann habe ich direkt das Handy in Hand genommen, nächsten Trade gestartet, nachdem ich 5 Minuten vorher gesagt habe, jetzt ist der letzte Trade. Hat halt nichts gebracht, aber in dem Moment, wo ich dann so mit so einem Art Zettel mit mir selber spreche, wie als hätte ich noch jemanden daneben sitzen, dann funktioniert es. Also ich komme damit super zurecht halt, ne? Und laufe da viel weniger Gefahr, irgendwelche Fehler zu wiederholen, in dem Moment, wo ich das immer vor Augen habe. Ja, es hilft einfach. Man macht die Fehler trotzdem, aber man bekommt sie einfach schneller abgestellt. Und das ist das Wichtige. Das soll helfen halt, ne? Und das hilft euch in dem Moment, dann wenn ihr einen schlechten Tag habt, vielleicht nicht 50.000 Euro zu verlieren, sondern schon nach 500 Euro aufzuhören. Okay, gut. Dann soweit hier der Cut. Viel Erfolg, gesundes Neues noch und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Bis dahin. Ciao.